Willkommen zu einem neuen Video, Familie von meinen Lieben. Ja, wir haben schon gefrühstückt. Ich habe euch ein bisschen aufgenommen, was wir so gegessen haben. Aber heute ohne Millet. Die Millet ist schon ganz in der Früh zur Oma, weil wir mehr im Urlaub waren, 3 Tage. Und dann hat sie danach einen Tag nicht mehr gesehen. Jetzt vermisst sie Oma. Oma vermisst Millet. Und sie ist ganz in der Früh zur Oma gefahren und wir haben alleine gefrühstückt. Es sind Ferien. Schulferien, Winterferien, wir sagen Faschingsferien dazu. In Bayern und Baden-Württemberg ist das, glaube ich, jetzt. Die anderen haben es hinter sich oder so. Deswegen ist Millet zu Hause, Jihan zu Hause. Ich sollte jetzt hier erstmal abspülen. Und dann werde ich natürlich auch hinterher fahren zu meiner Mama, zu Oma. Und dann mal schauen, was der Tag so bringt und alles für euch mitfilmen. Ich fahre jetzt auch der Millet hinterher zu meiner Mama. Aber ich fahre mit dem Auto. Ich laufe nicht, Millet ist mit dem Fahrrad. Zur Not lassen wir ihr Fahrrad bei Oma und holen es dann. Ich habe ihre Winterjacke dabei, weil es ist kühl geworden. Wie sie gefahren ist, war es noch schön sonnig und jetzt ist es kühl. Man dachte, ich nehme jetzt ihre Jacke mit, weil sie spielt bestimmt draußen, dass es ihr nicht so kalt wird. Also noch sehe ich die Millet nirgendwo hier. Ich höre auch keine Kinder. Das ist meine Tochter. Komisch, komisch. Geht's mal hoch zu meiner Mama. Auftauchen. Da ist meine Millet. Oh, Millet, schau mal. Mein Hemd geht auf. Was ist denn da los? Nein. Millet spielt draußen mit ihren Freundinnen. Die waren auf dem Spielplatz vorne. Und Millet war heute mit Dede unterwegs und hat da ein paar Zuschauer getroffen. Ha? Ja. Ja, hast Fotos mit denen gemacht? Dann zwei. Zwei, super. Und jetzt gibt's gleich Essen hier. Ich habe schon gegessen. Du hast schon gegessen? Ja. Ja, dann esse ich halt einfach. Was ist da auf dem Boden? Gar nichts. Da ist Paprika drin in der Suppe. Okay, darf ich jetzt wieder nach unten? Willst du wieder nach unten? Aber ich würde sagen, Millet zieht jetzt ihre Jacke an. Es ist so heiß, dass sie mit dem Fahrrad getropft. Was machen wir jetzt? Darf sie wieder die normale Jacke anziehen? Aber die schwarze ziehe ich an. Also, komm, die schwarze Jacke ziehe ich an und dann gehe ich raus. Wenn ihr da draußen rumtobt, dann... Also eine Stunde nur, bis dunkel wird, gell? Oh, tschüssi. Jetzt gehen wir wieder nach Hause und es ist gleich dunkel, fast dunkel. Nein. Ich lasse jetzt Millet ganz alleine mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Hey, Millet, stopp, 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 Vollbremse. Was machen wir jetzt? Fahre ich mit dem Auto dir? Ja, also du fahrst und ich fahre dich auf der Straße, okay? Meins. Also ich fahre jetzt mit dem Auto. Warte mal, meine Autoschlüssel. Ja, aber ich kann dann nicht filmen, gell? Wer? Bleib schön hinter mir, okay? Ja, aber bitte fahr nicht rückwärts, sonst bin ich hier tot. Ich fahre jetzt rückwärts. Ich fahre jetzt im totalen Schritttempo. Die Millet kommt, aber ihr seht sie nicht. Mal schauen, ob sie die Verkehrsregeln befolgt. Spiegel schauen. Ja, genau. Sie bleibt jetzt stehen. Rechts vor links beachten. Super macht sie das. Ja. Ganz langsam. Ich fahre gerade mit 20 km/h. So, da hinten ist sie. Ich muss jetzt auch auf rechts vor links aufpassen. Ja, sie kommt. Machen wir gut. Das heißt, die Mama kann auch mal schauen, ob sie auch richtig auf der Straße fährt. So, wie viel hast du jetzt gefahren mit dem Geschwindigkeitsmesser? 20 km/h. Ja, ich habe gesagt, im Auto habe ich es auch so gesehen. Hast du gut gemacht. Du bist... Also am Anfang, bis wir zu dieser Abbiegung, bei der ersten Abbiegung kamen, war ich hinter dir und dort hast du auf einmal Gas gegeben. Ja. Du warst noch langsam. Ja, weil der Fahrradfahrer war. Ich musste den irgendwie überholen oder... Dann hat meine Füße wehgetan und konnte ich nicht. Dann war da wieder Vorfahrt, da war einer von da, einer von da. Dann erst der, dann der, dann ich. Ah, ich habe gesehen, dass du die Vorfahrt beachtet hast. Ich habe immer vom Spiegel geschaut. Supi, du kannst das ja gut. Ich wollte heute eigentlich einen Tab- und Handyfreien Tag für Millet machen, aber ich habe sie jetzt mit dem Handy wieder erwischt. Ich bin auch da. Oh, Papa ist auch da. Ich hab mich heute versteckt vor euch. Was? Millet fragt vorhin, Papa, wo kommst du her? Schau mal, ich stand da, da guck ich auf einmal auf die Seite. Von draußen, von meiner Komplett, muss ich sagen, es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Also bei uns Weihnachten zwei auch, gell, da draußen. Das darf man gar nicht verraten. Nein, nein, das verraten wir nicht. Gell, was da draußen unser Weihnachtsbaum. Das ist das doch verraten. Wir haben unseren Weihnachtsbaum immer noch nicht abgebaut.
Ich habe keine Zeit, Leute. Ich habe keine Zeit. Seht ihr ja, was ich wir alles machen jetzt habe. Aus dem Weihnachtsbaum einen Maibaum. Maibaum? Maibaum machen doch die Leute, die frisch verheiratet sind, oder? Nein. Da habe ich wieder was durcheinander gebracht. Die Kamera ist zu hell. Ich habe draußen hell geschalten, weil man im Dunkeln... Deswegen sah es aus, als wäre Tag. Genau. Ich habe Milay alleine Fahrrad fahren lassen. Ich komme nicht zurück. Schau mal. Mit den zwei Frauen. Mama ist vorgefahren mit dem Auto, ich bin hinterhergefahren. Ja, und das bei Nacht. Das darf Papa gar nicht wissen. Er hat gesagt, wir sollen dein Fahrrad stehen lassen und dann holen. Jetzt dich ein Festkorb am Auto. Nein, das darf man nicht. Aber... Wir haben es geschafft, gell, Lay? Ich habe immer im Spiegel so beobachtet, sie hat sich wirklich an die Regeln gehalten. Sie ist nicht bei rechts vor links gefahren, obwohl ich gefahren bin. Sie ist angehalten und hat immer geschaut. Supi, supi. Au, da war Vorfahrt, rechts einer kam von vorne. Schaut mal, was ich mache. Ich mache so. Au. Ich mache Pussy und sie macht so. Au. Bei allen macht sie Au gerade. Alle Mädels auch, so. Auch. Papa macht jetzt Au, Au. Der arme Papa. Schade, Milay. Milay spielt gerade. Was macht ihr denn da? Mikado spielen, aber die hat so blöd geworfen, dass es gar nicht geht. Warum ich? Das geht nicht. Oh, hat sie bewegt. Also ich darf die nicht. Ich habe keinen Mikado. Ich schau. Ach so, ist es der hier, mit dem darf ja, man. Wenn man es richtig spielt, man darf bloß mit dem blau gestreiften und den, mit dem gelb-schwarzen, den darf man einsetzen. Oh. Sonst muss man mit den Fingern. Hold up! Es ist keine Chance. Hat sie bewegt? Echt jetzt, oder? Ich hab's gar nicht mal bemerkt. Wir geben jetzt auf und werfen neu. Ja, bewegt. Das geht nicht. Wir kommen nicht weiter. Und? Ich bin hier. Das war gut, ich beginne. Ja, das macht sie. Das war jetzt echt gut. So, jetzt hat sie alle Guten mal weg. Beide beiseite geschafft. Hat sie es bewegt? Nee. Das hat Ärger gemacht. Ich habe nichts wackeln sehen. Nein, ich auch nicht gerade. Okay. Dieser Blick von ihm. Dieser Blick von Papa. That is not possible. Not possible. Ja. Ich schaue immer so hin, wenn ich da. Soll ich den probieren? Was anderes bleibt da fast nicht übrig hier. Aber der. Der geht gar nicht, weil der auf dem drauf liegt. Der weg. Echt jetzt? Wie schnell siehst du das bitte? Nee. Auch schon bewegt. Jetzt kann ich wieder gar keinen rausziehen hier. Oder. Ich könnte einen rausziehen. Was ist mit dem hier? Ja. Oh, sorry. Hey, ja, mit dem. Was machst du denn? Entschuldigung. Du zerstörst ja unsere. Ja, das war linke Hand. Oh, jetzt bin ich schuld. Hey, du hast selber gesagt, es geht nicht mehr. Eine Szene filme ich noch. Und dann schalte ich die Kamera aus. Das wird langweilig hier. Ihr verliert es andauernd. Oh ja. Hold up, daddy, daddy, da. Oh, mein Snooki liegt vor der Türe. Snooki. Wirft jetzt, er traut sich. Was? Hat sich schon bewegt. Hat's doch nicht geklappt. Jetzt komm ich. Kiri. Snooki. Warte. Der Schwanz vom Hund hat sich bewegt. Kiri, hilfst du denen mal ein bisschen? Kiri kann das bestimmt gut. Oh, Juckie. Oh. Ich hab das gehasst. Hat bewegt. Jetzt können die alle. Ja, sie bewegt. Gerade aus. Jetzt geht's hier um meinen Ball. Nein, Kira. Kira, nein, das ist meins. Da ist er. Er will was von dir. Warte mal. Was macht die jetzt? Warte mal. Sie will spielen. Sag, ich will spielen. Aufstehen, spielen. Warte mal. Das mag sie nicht.
Die macht den Rundgang hier einfach. Er hat gewonnen. Ich hab wieder und er hat wieder. Du scheißt dir mal. Stimmt gar nicht. Oh, Hilfe, Attacke. Attacke. Jetzt kommt der Hund auch noch. Jetzt gibt's noch ein Toastbrot mit ganz viel Butter. Richtig viel Butter. Richtig viel. Man sieht es sogar noch. Man sieht es sogar noch drauf. Ja. Und dann geht's. Baden. Aber nicht duschen, baden. Nicht duschen, baden. Somit geht unser Vlog heute zu Ende, meine Lieben. Hört ihr das Wasser oben laufen? Milay geht jetzt baden. Milay? Ja? Machst du dich fertig? Damit tauche ich jetzt. Tauchst du in der Badewanne? Ja. Oh mein Gott. Okay, also geh tauchen. Und ich sag danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Glocke aktivieren, das Video liken und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.